Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play God of War Ghost auf Sparta. In der letzten Folge waren wir im Tempel des Ares, der uns in Bälde uns gehören wird. Ja, es ist unser, definitiv. Denn der Ares ist ja Taut und die Statue war es im letzten Part auch. Da wurde dann definitiv mal eine neue von uns errichtet werden. Jetzt werde ich mit den Dingern beworfen, weil sie spontan nicht mehr wissen, wohin damit, ha? Oh nein, wir haben kaum noch Spielzeit, Frank. Aber wir müssen doch noch die ganzen Sachen einbauen. Ja, hättest du den Balken mal eine Etage weiter runter gemacht, ne? Ja, so oder so ähnlich dachten sie sich bei der Produktion. Des Weiteren haben wir den Schädel gefunden, den wir ja brauchen, um in die Wunderwelt zu kommen. Das war ja, ich weiß nicht, ob das von Anfang an der Plan war. Nee, das ist so beiläufig passiert, glaube ich, ne? Wir hatten ja da diese Vision und haben nur so beiläufig bemerkt, ach ja, da brauchen wir einen Schädel. Später haben wir dann irgendwann herausgefunden, dass das wichtig ist, weil da ist ja... Genau, wir wussten da ja noch nicht, dass unser Bruder lebt. Und ja, wie haben wir den Schädel bekommen? Nun, wir haben in den Spiegel geschaut und plötzlich kam unser altes Ich raus. Was sagt uns das? Ja, abgesehen davon, dass man nicht dreimal Bloody Mary in den Spiegel sagen sollte, sollte man sich generell nicht mehr im Spiegel betrachten. Besonders nicht, wenn man eine Glatze hat. Weil ansonsten passiert das, ja. Kommt der kleine Zwerg raus von vor 20 Jahren, der euch repräsentiert, und dann gibt's aufs Maul und dann müsst ihr den Spiegel kaputt machen. Das, weiß ich nicht, werdet ihr von eurem kleinen Ich umgebracht. Armer Spiegel. Und dann heißt es doch wieder in den Credits, bei dieser Produktion wurden keine Spiegel verletzt. Ja. Alles gelogen. Den Entwicklern. Okay, hier haben wir dann wieder unsere tolle Schildkröte. Sieht halt echt, ja, weißt du, mit den Kindern auf den Rücken siehst du schon echt cool und weiblich aus, aber ohne irgendwie hässlich und männlich. Vielleicht ist das ja dann tatsächlich so ein bisschen wie bei uns auf dem Planeten. Man schafft sich nur Kinder an, um cool auszusehen. Also, ich meine, hier macht es tatsächlich Sinn, weil das sieht ja wirklich cool aus und hat mehr Lebensenergie, weil wir müssen ja erstmal die Kinder penetrieren. Aber auf der Welt, ich weiß nicht, ob man da so cool ist, wenn man Kinder hat. Da siehst du dann die ganzen, in Anführungsstrichen, fetten, frischen Eltern, wie sie dann, was heißt frischen, also die Mütter, wie sie dann stolz ihre Kinderwagen schieben, richtig schön arrogant die Nase heben und du läufst da einfach nur vorbei und denkst dir so, oh, ist das geil, dass ich so eine Scheiße nicht hab. Ja, Gott, jetzt, ich rede mich schon wieder am Kopf und Kragen. Ja, Kinder können was Tolles, nee, nicht in dieser Welt. Also ich denke ja auch immer an die Kinder, ja. Es gibt ja auch viele, die dann sagen, also wenn sie aus Versehen schwanger werden, ja, ich will jetzt nicht abtreiben, weil das wäre ja dann Mord. Man will ja dem Kind nichts Böses. Aber die Sache ist einfach, ihr tut eurem Kind nichts Gutes, wenn ihr es in diese Welt lasst. Wenn ihr anderer Meinung seid, was sagt es über euren sozialen Standpunkt aus, den ihr in der Welt habt? Dann müsst ihr ja komplett behindert sein und richtig behinderte Sachen machen, weil... Also die Leute, die sich... Die in der Gesellschaft, die ich kenne, die in der Gesellschaft angekommen sind, in Anführungsstrichen, also die keine Probleme damit haben, die quasi ganz, ganz viele Freunde haben und glücklich in ihrem Leben sind, sind dann auch meist die, die komplett behindert sind und jeden Scheiß mitmachen und auch rauchen, saufen, kiffen. Also, wenn ihr von euch selber sagt, yo, ich hätte gern ein Kind oder ich will Kinder machen oder ich habe bereits Kinder, dann müsst ihr komplett behindert sein. Weil ansonsten könntet ihr auch meinen Standpunkt sicherlich verstehen. Das, weiß nicht. Oh, ups. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit den Speer werfen, aber habe irgendwie das Falsche gedrückt. Wo lässt du mich denn jetzt raus, hä? Ah, okay. Weil, hey... Ach, nee. Das ist einfach nicht mehr sicher. Wie vor 10, 20 Jahren. Also nicht, dass ich da jetzt großartig mitreden könnte, aber ich bin halt vor... Ja, offensichtlich vor 23 Jahren, fast 24 Jahren auf die Welt gekommen und irgendwie, weiß nicht... Durch diese ganze Internet-Scheiße, Mann. Das ist alles... Du hast nicht mehr so viele Kontrolle über dein Kind. Also klar, ein Kind sollte natürlich auch eigene Entscheidungen treffen und sich selber entwickeln. Und also man soll seinem Kind ja nichts aufzwingen, bla bla bla, ist ja schon klar, aber, ne? Das Schild schützt sie vor... Oh Gott, ich werde echt dazu gezwungen, dieses Schild zu legen. Könnte das sein?
Klar, man muss sein Kind natürlich erziehen und ich finde, das ist in der heutigen Zeit viel, viel schwerer. Weil die Ansprüche sind ja auch, das heißt die Ansprüche, diese ganzen Sachen, die Handys, die man dann kaufen muss, also, ich weiß nicht. Ich glaube, man hat sich früher mit weniger zufrieden gegeben. Die Jugend von heute ist noch schlimmer, als wir das waren und wir waren schon echt schlimm. Da liegt doch was, oder? Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Hä? Wann, wie wechsle ich eigentlich die Waffe unten? Okay, das ist die einzige Taste, die noch keinen Zauber hat. Ach, jetzt kann ich's. Kann ich das ohne Schild nicht benutzen? Boreas Horn. Dieses Artefakt beschwört die Macht von Boreas Herr auf dem Gott des Nordwindes. Oh, okay. Ein völlig neuer Gott. Halten Sie gedrückt um. Und blinkender Balken zeigt irgendwas. Ach, das ist jetzt eine neue. What? What? Das ist ja tatsächlich neuer. Wow! Wow, okay. Wir werden definitiv in diesem Durchlauf nicht alles aufleveln. Das ist ja geil. Ich weiß nicht, ich würde das Thema jetzt gerade mal ordentlich führen und beenden. Habe ich denn ordentliche Argumente dafür? Ich weiß nicht. Es ist halt. Du hast ja. Durch diese ganze Internetgeschichte mit so vielen Leuten Kontakt, mit denen du im Normalfall gar keinen Kontakt hättest. Weißt du, damals da auf dem Dorf oder in der Stadt, da hattest du halt deine Clique, deine 20, 30 Leute, die du kanntest, aber durch das Internet kannst du ja alles und jeden treffen und das ist halt zu 90% nicht sehr vorteilhaft, weil du ja dadurch auch die ganzen geisteskranken Leute triffst. Ja. Ich weiß nicht. Der Schrein des Boreas, dem Gott des Nordwindes, Boreas ist als Verschlingender bekannt. Er fegt über die nördlichen Gebirge und kühlt die Luft mit seinem eisigen Atem. Boreas trägt eine Muschel bei sich, ein Relikt, das die Macht des Nordwindes bündeln kann. Ich habe mir beispielsweise mal vor einigen Monaten mal so ein Fake-Account gemacht. Einfach mal, ich hatte halt wirklich, frag mich nicht, ich weiß auch im Nachhinein nicht, was mich geritten hat. Ich hatte tierische Langeweile und wollte mal wissen, ob das wirklich so ist, dass du, wenn du, weil man hört es ja immer wieder, man kennt solche Leute, also Weiber, die dann ständig von alles und jedem angeschrieben werden, die dann die ganze Zeit von jedem begafft werden und von denen du dann auch Sachen geschenkt bekommst ohne Grund. Und ich habe mir halt mal so einen Fake-Account erstellt. Bei diesem Fake-Account war ich ein 15-jähriges Mädchen. Hab dann halt Bilder von Facebook genommen von einem Mädchen, welches meiner Meinung nach gut aussieht. Und es war tatsächlich so. Oh, was passiert da? Geistschalter, folge nicht weiter diesem Pfad. Die Götter verbieten es. Die Götter bestimmen nicht über mich, Thanatos. Wo ist mein Bruder? Wenn du stur bleibst, werden nicht einmal die Bäume dich davon abhalten, dich aufzuhalten. Aber es war nicht weise zu glauben, du könntest ihn nützen. Kreuze nicht meinen Weg, Thanatos. Sonst ist Ares Blut nicht das Einzige, das ich vergieße. Ja, aber die definitiv, die nicht freiwillig geben. Ja. Und es, Leute, es ist tatsächlich so. Also, jetzt mal hier an alle, die das schon immer wissen wollten, ob da wirklich was dran ist. Als Kerl hast du sowas ja, solche Probleme ja eh ja nicht so. Es war tatsächlich so, dass ich schwöre, ich war keine 10 Minuten angemeldet, ich hatte direkt 30 E-Mails von Pedos. Das ist es halt echt so. Und vor allem, es ist ja dann noch nicht so, dass sie dann irgendwie normal mit dir geschrieben haben. Ich meine, die verfolgen ja dann irgendwie auch so das Ziel, dich ins Bett zu kriegen. Was ja dann auch mal in gewisser Weise interessant ist, zu sehen, wie die das machen. Wo ich dann irgendwie dachte, die würden sich vielleicht irgendwie ein bisschen mehr Mühe geben oder erstmal ordentlich mit dir schreiben. Nein, die fragen direkt, hast du Bock mit mir zu schlafen? Und dann auch,
teilweise dann in so einer, oh mein Gott, in so einer abgepackten, depressiven, komischen, gestörten Art und Weise. So das Erste, was sie schreiben dich an, und das Erste, was sie schreiben, ist, ja, ach man, du bist so süß, aber ich bin wahrscheinlich zu alt für dich, ja. So war auch von Gefühl von den 30, 40, 50 Nachrichten haben bestimmt locker 20 so angefangen. Und du denkst dir erstmal so, what the fuck, guckst dann auf das Alter desjenigen und siehst dann so, der ist einfach mal fucking 56 Jahre alt. Wo ich einfach auch so denke, what the fuck. Ja, da schreibt ein 56-Jähriger so eine 15-Jährige an, und das Erste, was er schreibt, ist, ach, du bist so süß, aber ich bin doch bestimmt zu alt für dich. Oh, ist das traurig. Oh, 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 oh. Weißt du, und dann keine Ahnung, was die wollen. Irgendwie Mitleid oder so. Naja, was ich letztendlich damit sagen will, ist... Kann ich euch beide... Nein, mit den... Die waren das ja auch. Stimmt ja, hier verteidige ich mich ja auch ein wenig. Es ist halt echt so. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, das wäre jetzt nicht ein Fake-Account von mir, sondern... Das wäre jetzt halt meine Tochter oder eure Tochter. Und die muss ja jetzt auch nicht unbedingt 15 sein. Die kann sich ja selber älter gemacht haben. Und vielleicht ist sie ja auch gerade 11 oder so. Und dann stellt euch einfach mal sowas vor. Und das ist, ich hätte nicht gedacht, dass es so krass ist. Also ich habe schon mit minimalen Perversionen gerechnet, aber nicht, dass ich innerhalb von 10 Minuten von 30 Pedos angeschrieben werde. Ja, stellt euch das einfach mal vor. Was willst du machen? Deinem Kind anfangs generell das Internet verbieten, das wird nicht lange halten. Dann bist du... Das gibt nur Stress. Dann bist du uncool. Das Kind wird in der Schule gemobbt, weil es nicht mitreden kann. So, du willst nicht, dass dein Kind ja, quasi beispielsweise von den Pedos belästigt wird. Also verbietest du ihm das Internet. Wenn du ihm das Internet verbietest, wird es in der Schule gemobbt. Was du ja auch nicht willst, dass dein Kind in der Schule gemobbt wird. Irgendwo muss es ja up-to-date bleiben. Und also, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach... Wäre ich einfach kein guter Vater. Es kann auch einfach sein. Also ich hätte 24/7 Paranoia. Also ich würde mein Kind an die Leine legen. Definitiv. Und deswegen ist es auch gut, dass ich keins will und keins hab. Es wäre besser, wenn ich nie eins kriegen würde, denke ich. Ja, aber das ist nun mal so. Also ich heutzutage... Also selbst wenn ich eins wollte, ich würde mir so denken, nee, es ist heutzutage, jemanden in die Welt zu lassen, ist eine Bestrafung fürs Kind. Dann darfst du dir von deinem Kind das anhören, was du selber vielleicht schon mal zu deiner Mutter gesagt hast. Hey, ich wollte nicht auf die Welt kommen. Ich habe nicht danach gefragt. Oh, die Musik, die kommt mir bekannt vor. Die hatten wir doch da, als wir diesen Vulkan hochgeklettert sind, wo sich das Spiel aufgehangen hat. Ja, ich hab das Thema jetzt halbwegs gut erklärt. Also das Internet ist halt, finde ich, so das größte Problem. Also klar, das Internet an sich ist ja auch cool. Ich meine, jetzt mal anders gefragt, wie war das dann bei mir? Internet, keine Ahnung, als ich 10 war oder so, irgendwie sowas. Ach so, ich muss den Speer wieder benutzen. Ja, ich muss gestehen, dass ich, also das ist mir aber erst Jahre später, treffe ich den überhaupt? Ist mir Jahre später erst aufgefallen, dass ich, glaube ich, auch mal von dem Pedo angeschrieben wurde, als ich 11, 12 Jahre alt war. Was ich aber in dem Moment halt nicht realisiert habe. Das ist halt so das Ding. Man denkt, ja, die realisieren das doch. Aber ich weiß, dass es... Also es gab mal damals so eine Seite, die hieß... Schüler... Nee, nicht Schüler-VZ. Schülerprofil oder so. Das waren noch Zeiten. Da war ich noch so krass und so menschenfreundlich, dass ich an Weihnachten und Neujahr und so jedem, der auf meiner Freundesliste war, so Gästebucheinträge geschickt hat und so. Und ich hatte da schon 70, 80
Leute auf der Freundesliste. Da war ich noch richtig menschenfreundlich, ey. Gästebucheinträge. Wenn ich könnte, würde ich zurückgehen und mir dafür eine Schelle geben, dass ich das gemacht habe. Naja, jedenfalls. War da so ein Typ, der ja laut seinem Profil so in meinem Alter war? Der hat mir dann aber auch so komische Fragen gestellt, so von wegen, ja, musst du in deiner, also ich hatte ja noch nicht mal ein Profilbild von mir drin, sondern so von Kingdom Hearts oder so. Der hat dann auch so die einst schöne Tochter von König Midas durch seine Hand zu Gold erstarrt. Silenus, der Satyr, gewährte Midas dem König von Makedonien. Ach, Makedonien gibt's wirklich. Einen Wunsch, doch bald wurde dieser Wunsch zum Fluch. Er verlor nach und nach den Verstand, denn alles in seiner Welt verwandelte sich nach seiner Berührung in... Ach so, ja, sagt mir doch irgendwas. Gab's da nicht auch ein Märchen von? Entweder ist Kratos ein wanderndes Lexikon, oder die haben sich ihre Geschichte alle auf den Bauch tätowiert. Ja, der hat dann so komische Sachen geschrieben. So, wusst du, wie gehen deine Klassenkameraden mit dir um? Habt ihr euch auch lieb in den Pausen und prügelt ihr euch gerne? Und, weißt du, spielt ihr so komische Spiele, wo zwei Leute jemanden festhalten und der andere schlägt dann auf dich ein oder befummelt dich? Und ich dachte mir nur so, what the fuck? So, weißt du, und ich, wusste dann in dem Moment auch nicht. Ich dachte in dem Moment, ich bin vielleicht der Verrückte, weil ich, keine Ahnung, sowas noch nicht hatte in der Schule oder so. Also, richtig, richtig komisch. Also, selbst ich habe sowas schon mal erlebt. Ja. Also, mich hat das jetzt nicht irgendwie geschadet oder so. Also, es war ja nur glücklicherweise dieser eine Typ. So viel habe ich ja dann jetzt nicht gechattet online, aber ja, und das ist... Weiß nicht. Aber okay, ich sollte jetzt wirklich mal aufhören. Ich habe den Ausgangspunkt vergessen. Gott verdammt. Aber wir sind wieder im Vulkan. Scheint doch schnell zu gehen. Also sorry, falls ich jetzt jemanden damit... Ach, was heißt das? Sorry. Ach, mir doch egal, was ihr davon haltet. Ich wollte jetzt drüber reden. So. Ja. Kinder im Jahre 2018. Nee, du, lass mal. So, du hast wirklich auch... Ich gehe lieber nochmal runter. Du hast auch nicht wirklich... so viel. Also selbst wenn du wirklich... wenn du der perfekte Vater bist... wenn du deine perfekte Frau hast... Es kommt irgendwann der Moment, wo du auch dann loslassen musst. Dann kommt es halt in den Kindergarten, in die Schule und... Da ist dann einfach so der Moment, wo du die Kontrolle verlierst. Du einfach kannst ja nicht dein Kind die ganze Zeit bewachen. Und nee, es... Nee. Aber okay, so, Gott. Tut mir leid. Wir werden jetzt schätzungsweise mal... Wobei, da vielleicht... Da sind ja noch Spinnilines, aber wahrscheinlich komme ich da so gar nicht durch, sondern... muss das hier durchmachen. Ja, es ist nämlich das Ding, diese Fähigkeit hatten wir ja auch nicht von Anfang an. Also werden wir da vielleicht auch eine Abkürzung schaffen können. Ah ja, guck. Ist sicherlich zeitgesteuert. Oder? Nee. Gut. Wie komme ich da jetzt rüber? Kann ich da einfach rüber springen? Oder? Ach so. Ah ja, okay. Zack. Sehr, sehr gut. Wie treu sie doch auf mich gewartet haben. Oh Gott.
Ja, ich sollte dann mal echt schauen, was ich dann noch mit meinen... Oh, mittlerweile habe ich wieder 13.000, was ich mit den Kugeln mache. Ob ich jetzt mal was Neues wage? Ob ich das Eispferdchen quasi auflevel oder jetzt wirklich mal warte, bis ich meine Chaos-Klinge aufleveln kann für nichts wieder. Sehr, sehr gut. Oh, da klingt auch das Handy. Ja, Leute, ich würde mal sagen, das war's für heute mit Let's Play God of War Ghost of Sparta. Wie gesagt, tut mir leid, ich weiß gar nicht. Ach ja, klar, ich glaube, wir waren... Also, es war wegen dieser Schildkröte dann, ne? Ja, ich meine, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, ob ich wirklich... Ich bin vielleicht auch noch zu jung für das Thema. Erstaunlich, dass ich das mal sagen muss, also... Nee. Nee, es ist, es ist, Kinder auf die Welt zu bringen zur heutigen Zeit, es ist nicht sicher. Es ist weder für dich noch fürs Kind. Weil es besteht eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es untergeht. Wenn man natürlich selber, das ist vielleicht auch eine gute Art und Weise, um das Thema zu beenden. Wenn man natürlich selber eine Gesellschaft der Marionette ist, komplett debil ist, keinen Abschluss hat, Hartz-IV-Empfänger ist oder so. Wobei, das hat doch nicht mal was damit zu tun. Also selbst erfolgreiche Menschen sind ja komplett debil und behindert und völlig leben völlig an der Realität vorbei. Hust, hust, Merkel, hust, hust. Ja gut, die macht das ja absichtlich. Was ja auch keiner checkt, dass sie Deutschland absichtlich gegen die Wand fährt. Absichtlich die ganzen Ausländer reinlässt. Absichtlich nicht den Krieg da hinten beendet. Weil die Leute profitieren ja alle davon. Aber gut, ich muss mal jetzt eine Pause machen. Ich bin schon wieder im Off-Topic-Train. Ja, wenn man natürlich selber in dieser gesellschaftlichen Blase lebt, dann, ja, ich habe ja erst auch vor kurzem gesprochen von Leuten, die mit 16, 17 Kinder kriegen, was ja auch so sowieso noch der größte Abschaum ist, haben selber kaum was im Leben gerafft und, naja, ich muss aufhören. Macht's einfach nicht, ganz ehrlich, so. So eine gute Art und Weise, um das Thema zu beenden. Macht's einfach nicht. Schafft euch keine Kinder an. Wenn ihr halbwegs was im Kopf habt, dann tut ihr das einfach nicht. Ja? Abtreibung ist schlecht fürs Kind. Ja, das Kind ist aber... Was ist besser fürs Kind? Wenn's mal kurz... Wenn's überhaupt Schmerzen hat, ja. Falls es da drin schon Schmerzen empfinden kann, was ich bezweifle. Was ist besser? Wenn es mal ein, zwei Minuten lang kurz Schmerzen hat oder wenn es 30 Jahre lang in Depressionen lebt, in Selbsthass, in kompletter Debilität oder sogar noch länger. Ja, also, ich kann die Leute nicht verstehen, die sagen, dass Abtreibung Mord ist. Es ist meiner Meinung nach nicht. Meiner Meinung nach ist es das Beste, was man machen kann. Wenn es aus Versehen passiert. Wenn man es natürlich will, dann, ja. Naja, oh Gott. Bis zum nächsten Mal. See ya. Hey Leute, ich muss an dieser Stelle noch einen kleinen Nachtrag machen, da ich beim Kontrollieren dieses Videos nicht unbedingt das Gefühl hatte, dass mein Standpunkt angekommen ist. Ich muss zugeben, dass es dann doch schon ein wenig primitiv war. Nicht falsch, aber etwas schwer zu begreifen, was ich da teilweise von mir gegeben habe, weil das ja, ja, es ist, manchmal ein bisschen schwierig und unüberlegt, solche Sachen nebenbei behandeln zu wollen. Also ich bin halt der Meinung, dass sich viele Leute nur Kinder anschaffen, um sich Kinder angeschafft zu haben. Das ist so wie, hey, ich bin 18 Jahre alt, ich darf Alkohol trinken, hey, ich mache einen Führerschein, hey, ich ziehe von zu Hause aus, das ist einfach... dass es für sie einfach ein Aushängeschild ist fürs Erwachsensein, dass viele der Meinung sind, sie müssen das einfach tun, weil das dazugehört zum Leben. Das ist aber einfach nicht der Fall. Du musst auch eine sichere Zukunft haben, wenn du dir ein Kind anschaffst. Du musst, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich vergessen habe, du musst
mit deinem Leben selber zufrieden sein und bereit sein, dein eigenes Leben aufzugeben, weil du ja die nächsten 18, 19, 20 Jahre damit beschäftigt sein wirst, dein Kind zu erziehen. Sprich, du kannst nicht einfach mal 3 Monate nach Ibiza fliegen oder bis um 3 Uhr morgens Party machen, wenn du ein Kind hast. Und das ist auch das, was man heutzutage meiner Meinung nach immer wieder sieht. Dass Leute dann plötzlich merken, oh, das ist ja doch ein bisschen doof und eigentlich hätte ich ja noch gerne mehr Freizeit. Ich hätte jetzt gedacht, das läuft irgendwie ein wenig einfacher mit dem Kind und dann schieben sie es wohl möglich Babysitter-Style-mäßig ab zu Freunden, Verwandten oder dann letzten Endes im Heim, weil sie einfach noch keine feste Zukunft haben, weil sie das einfach nicht bedacht haben, was ein Kind so mit Verantwortung mit sich bringt. Und die Leute, die das Ganze dann trotzdem machen, die sich heutzutage Kinder anschaffen, obwohl sie selber noch keine Ausbildung haben oder Hartz-IV-Empfänger sind oder was weiß ich, einfach komplett grenzdebil im Kopf sind, dann ist das für mich halt dieses Vakuum, von dem ich gesprochen habe. Das sind Leute, die noch keine feste Zukunft haben, beziehungsweise die vielleicht denken, dass sie gesellschaftlich einen Fuß gefasst haben, eine sichere Zukunft haben, dass aber halt im Irrtum sind, dass solche Leute, wenn solche Leute sich halt Kinder anschaffen, dann ist das halt echt nicht so toll, ne? Wie gesagt, das ist kann auch ein wenig jetzt auch an meiner allgemeinen Menschenhasser-Einstellung liegen, dass ich das sage. Ja, ich mag ja Menschen im Allgemeinen nicht und dementsprechend finde ich es natürlich dumm, wenn es dann Menschen gibt, die noch mehr Menschen erzeugen, die ich nicht leiden kann. Wofür die Kinder natürlich nichts können, ne? Das ist ja alles eine Erziehungsmaßnahme. Aber das Problem ist halt, dass es meist so ist, dass die Kinder in die Fußstapfen der Eltern treten, die Kinder schauen sich ja das ab, was die Eltern machen. Und wenn die Eltern halt selber in ihrem Leben nichts auf die Kette bekommen haben und Hartz-IV-Empfänger sind, dann besteht eine hohe prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass es dem Kind auch passiert. Und wie gesagt, ich kenne das auch aus meiner näheren Umgebung jetzt, von in Anführungsstrichen Bekannten, beziehungsweise von alten Klassenkameraden auch, dass viele wirklich einfach dann letzten Endes damit überfordert waren, beziehungsweise hatte ich auch jemanden in der Klasse, der hatte immer total zerrissene Klamotten und immer ungepflegte Haare und dann habe ich ihn einfach mal angesprochen, zusammen mit ein paar anderen. Jo, sag mal, warum läufst du eigentlich so rum, wie du rumläufst, ja? Und er meinte dann so, ja, er hat halt 4 Geschwister. Okay, das mit den 4 Geschwistern war jetzt kein Geheimnis. Aber bei ihm zu Hause ist es halt so, also er war der Älteste. Er muss sich immer um seine Geschwister kümmern. Was auch nochmal ein Ding ist, ne, wir reden ja jetzt hier im Allgemeinen von Kinderkriegen, aber es ist auch nochmal wichtig, dann zu schauen, wie viele Kinder man sich anschafft, wie weit die voneinander weg sind, weil in dem Fall war er halt 15, 16 Jahre alt und seine Geschwister waren so zwischen 8 und 12 und er musste sich halt um seine Geschwister immer kümmern, was auch nicht cool ist, ja, wenn dann der größte Sohn bzw. die größte Schwester dann darunter leiden muss, dass ihr euch noch mehr Kinder angeschafft habt. Jedenfalls meinte er, yo, hey, ich musste rumlaufen, weil meine Eltern das ganze Kindergeld halt für Flatscreens und so ausgeben. Und ich war ja dann auch mal bei ihm zu Besuch und es ist halt tatsächlich so, dass es den Leuten sehr oft an Essen gefehlt hat und teilweise halt dementsprechend auch an Pflege. Körperlicher Pflege, aber auf der anderen Seite hatte jeder einen PC, jeder einen Flatscreen, jeder eine Spielekonsole, ich klinge wie so ein alter Mann, PS3, Xbox, ne? Und das ist halt so das Ding, das gibt's dann auch noch, dass Menschen das Kindergeld nicht richtig einsetzen, was halt sehr, sehr traurig ist. Ja, und das sind halt so alles Sachen,
die ich ja quasi sagen wollte, aber etwas unglücklich formuliert habe. Ja. Schafft euch keine Kinder an, wenn ihr eurem Kind keine Zukunft bieten könnt. Lebt erstmal euer Leben und wenn ihr bereit seid, euer Leben aufzugeben und ihr der Meinung seid, dass ihr das schaffen könnt, dass ihr diese Verantwortung übernehmen könnt, dass ihr euer Kind kontrollieren könnt und ihm gleichzeitig aber auch genug Freiheiten geben könnt, dann, ja, dann ist es auch in Ordnung. Das ist ja das, was ich mir einfach nicht zutraue. Ja, entweder ich bin zu kontrolliert und achte auf jeden Schritt, den mein Kind macht, oder ich lasse dem Kind dann zu viel durchgehen. Das sind halt so meine Sorgen. Und des Weiteren bin ich noch nicht bereit, mein Leben aufzugeben, weil ich noch ein paar Sachen erleben will. Ja, das sind, sage ich mal, so zwei triftige Gründe, wieso ich kein Kind haben sollte in nächster Zeit. Und es sollte halt auch wirklich jeder drüber nachdenken, ob er seinem Kind eine sichere Zukunft bieten kann. Ich meine, wir leben halt wirklich in schweren Zeiten, in Zeiten des Terrors, des Krieges. Klar, auch wenn viele Aspekte nicht unbedingt unsere Schuld sind, machen wir es nicht besser, wenn wir die ganze Zeit schweigen und uns nicht gegen dieses Merkel-Regime auflehnen. Und gerade deswegen, weil diese Zukunft ungewiss ist, die Zukunft, die auch statistisch gesehen besagt, dass wir, wenn wir älter sind, vielleicht gar kein Hartz IV mehr kriegen, weil es zu wenig Nachwuchs gibt, weil die Leute immer älter werden, dann ja, sollte man dementsprechend wirklich überlegen, ob das so richtig ist. Was, es gibt zu wenig Nachwuchs, Marco? Ja, dann sollten wir da doch dementsprechend Kinder machen. Ja, aber sollten wir jetzt wirklich Kinder machen, damit wir später Hartz IV kriegen? Das kann ja auch nicht die Intention sein, dass wir uns jetzt alle Kinder anschaffen, damit die arbeiten gehen, damit wir unsere Rente kriegen. Es ist ja noch nicht mal gesagt, dass jedes Kind dann, was wir machen, arbeiten geht. Ja, wie gesagt, das ist alles eine Erziehungsmaßnahme. Und ach ja, den Punkt habe ich noch vergessen. Bezüglich der Internetsicherheit. Ja, okay, ich muss zugeben, das ist auch etwas, was man nicht vergessen sollte. Es gibt natürlich viele, viele Tools, die dann deinem Kind dabei helfen können, sicher durchs Internet zu surfen. Es gibt Kindersuchmaschinen. Es gab es aber damals schon, als wir Grundschüler waren. Es gibt Kindersicherungen, Kontaktfilter in vielen Chats und so weiter, ne? Aber ja, ich weiß nicht. Ich habe ja auch selber ein Beispiel angegeben, wo jemand in meinem Alter dann so mit mir geredet hat. Also die Leute können sich auch einfach Fake-Accounts machen, die dann dasselbe Alter wie du haben. Also der Kontaktfilter sorgt ja dafür, dass du ab einem bestimmten Alter nicht mehr angeschrieben werden kannst. Ja, was machst du, wenn die Leute sich einfach gleich alt machen und dann sagen, jo, komm, lass treffen, und dann steht da statt so ein 15-Jähriger so ein 50-Jähriger vor dir? Da kannst du auch nicht viel machen, ne? Aber das sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen. Ja, so viel dazu. Des Weiteren wollte ich noch ganz kurz was über diese Chat-Sache sagen, die ich erwähnt habe. Und zwar sprach ich ja davon, dass ich quasi 15 war und die anderen so 56 und so. Und ich sprach ja von Pedos. Da bittet mich der Hobbypsychologe in mir, dass ich mich da etwas korrigiere. Und zwar ist es eigentlich eine Sache, die mich persönlich auch immer so ein bisschen aufregt. Eben wegen dem Hobbypsychologe in mir. Aber jetzt habe ich es lustigerweise selber gemacht. Und zwar sprach ich ja von Pedos. Ja. Die Sache ist, dass es keine wirkliche Pädophilie ist. Also, das ist ja das, was viele schätzungsweise nicht wissen. Es gibt neben der Pädophilie noch sehr, sehr viele andere psychologische Facetten. Beispielsweise die Teleiophilie,
Die Neutrophilie, die Chronophilie, wobei die Chronophilie ist eher so dieser Oberbegriff, der beschreibt, dass es Leute gibt, die eine bestimmte sexuelle Präferenz haben. Das ist quasi der Oberbegriff, kommt ja von Chronik, dass ein sehr selektives sexuelles Interesse ist. Die Ephebophilie und die Panthenophilie, ja. Und in dem Fall ist es halt keine Pädophilie, weil die Pädophilie beschreibt ja eine sexuelle Präferenz von Kindern zwischen, keine Ahnung, 1 und 9 Jahren, also Kleinkinder halt. Und das in dem Fall in unserem Fall wäre das eher die Parthenophilie. Die beschreibt nämlich wiederum eine sexuelle Präferenz an Mädchen im pubertierenden Alter. Zwischen 12 und 17 Jahre alt, also Mädchen, die bereits gewisse Moment, nein, nicht nur zwischen Mädchen von Mädchen zwischen 12 und 17, auch im Allgemeinen Mädchen, die sehr jung aussehen, ja, die halt schon gewisse Körpermerkmale haben, also Titten und Arsch halt. Ja. Was ja bei einem Kind nicht der Fall ist. Deswegen wurde da stark von der Pädophilie abgegrenzt, weil das Ding bei der Parthenophilie ist, dass das im Grunde auch, sag ich mal, eine, keine Ahnung, eine 23- oder 24-Jährige sein kann, wenn sie halt sehr, sehr jung aussieht. Ja. Ihr kennt ja vielleicht dieses. Ihr habt vielleicht schon mal von dem Begriff Jailbait gehört. Gefängnisköder. Das beschreibt ein Mädchen, das quasi alles hat, was sich ein Kerl wünscht, aber dann doch nicht volljährig ist. Ich denke, jeder von uns hat vielleicht mal etwas erlebt, beziehungsweise auch davon gehört, dass man vielleicht ein Mädchen in der Disco trifft, sie total attraktiv findet und dann merkt, oh Scheiße, die ist ja noch keine 18, die ist ja 16 oder 17, ja. Weil heutzutage kann man das auch nicht mehr so wirklich sagen, weil viele Mädchen in dem Alter schon wie Volljährige aussehen, beziehungsweise die halt schon, ja, körperbaumäßig, was zu bieten haben. Und das ist tatsächlich die Parthenophilie, ja. Dementsprechend nicht wirklich so strafbar ist, weil es einfach nur nachvollziehbar ist. Ja, wenn jemand einen gewissen Körperbau hat und du ihn anziehend findest, dann ist es keine Strafe. Das ist einfach so, das liegt uns in der Evolution. Es ist einfach so. Das macht es natürlich jetzt nicht besser. Also ich will das jetzt nicht schönreden, dass ich von 56-jährigen Leuten angeschrieben wurde. Aber das Hauptproblem, das, was mich ja am meisten abgefuckt hatte, war die Art und Weise, wie sie mir geschrieben hatten. Ja, und das, ich meine, gehen wir jetzt mal von dem ganzen Feli-Scheiß weg. Ja, das ist auch nicht in Ordnung, wenn zwei Gleichaltrige so miteinander schreiben, ja. Wenn du jetzt, keine Ahnung, 23 bist, so wie ich, und dich schreibt eine 22-Jährige an und sagt dann so, ey, Bock zu ficken oder so. Ja, also. Da fehlt es auch einfach an Menschlichkeit. Da ist es schlichtweg egal, wie weit die Altersgruppen voneinander weg sind. Das ist einfach komplett behindert, so zu schreiben. Aber das wollte ich nur mal so sagen. Es gibt ja die Telephilie, ist ja auch, sagt ja auch beispielsweise etwas über Menschen aus, die ältere Leute präferieren. Also es geht ja jetzt hier nicht nur um Jüngere. Also wir hätten ja noch die Ephebophilie. Die beschreibt die Präferenz an jungen Pubertierenden, also das Gegenstück zur Parthenophilie, wo es ja explizit darum geht, dass man sich von jungen Mädchen angezogen fühlt. Aber bei der Teleiphilie geht es halt auch um Leute, die ältere Leute bevorzugen, ja. Von denen man ja auch schon gehört hat, durch Prominente oder so, ja. Wenn beispielsweise so eine 25-Jährige mit so einem 70-jährigen Knacker rummacht. Wobei man ja da oft davon ausgeht, dass es des Geldes wegen ist, ne? Aber das ist nun mal so. Also,
falls es mal sich mal in Zukunft ergibt, könnt ihr demzufolge da vielleicht etwas klugscheißen. Wie gesagt, das macht es jetzt nicht besser. Es ist natürlich immer noch nicht in Ordnung, was da passiert. Aber ja, es Pädophilie ist einfach so ein Ding, das ist echt für den Arsch, weil es ist einfach nicht gut. Echt nicht gut. Aber es ist halt wichtig, dass man das da nochmal abgrenzt. Weil wir wirklich abseits der Pädophilie so viele andere Begriffe haben, die Verhalten, psychische Synapsen gewisser Menschen aufweist, die dann ins Nachvollziehbare gehen können. Ja, weil es ist ja keine Schande, wenn man jetzt, sag ich mal, eine 17, 16, 17-Jährige vom Körperbau attraktiv findet. Ja, wie gesagt, man kann es heutzutage schwer einschätzen, wer jetzt wie alt ist. Also wenn man es nicht weiß. Wenn man es dann natürlich weiß, dann muss man halt natürlich schauen, dass man dementsprechend sich richtig verhält, ne? Aber das nun mal so viel dazu. Ich wollte jetzt auch gar nicht so weit abschweifen, aber es war mir nochmal wichtig, das zu erwähnen. Ja, könnt natürlich gerne trotzdem was runterschreiben, wenn euch noch irgendwas einfällt, ne? Aber ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.